Ich kenne mir nur noch graue Haare aus hier. Guten Morgen, das ist der Wahnsinn, ey. Man wird alt, auf alle Fälle. Ich habe die Kamera geupdatet, endlich geschafft. Einige geschafft. Vielmehr meine Frau hat das gemacht für mich, Gott sei Dank. Weil das muss über Telefon und also über so eine App und ach naja, alles so ein Kikifax und das war schon schwer genug. Erstmal musste die Kamera komplett zurückgesetzt werden auf Werkseinstellung. Das wusste man nicht, wir haben es immer so probiert. Das ging nicht und ging nicht und ging nicht. Irgendein Fehler muss da drin sein in dieser Software. Und so, also haben wir die Kamera erstmal auf Null gesetzt und dann nochmal ein Update. Dann hat es funktioniert. Und jetzt hoffen wir, dass es heute alles klappt. Dass der Ton wieder synchron ist, dass die Aufnahmen nicht abstürzen. Das ist eine Katastrophe. Also der letzte Block ist echt zu kurz und so. Recht unbrauchbar geworden. Wieder einige Aufnahmen sind schon verlöten gegangen, die wirklich schön waren. Und aufgrund der Kamerasituation. Ich teste heute, ob es an der Kamera liegt. Und danach kommen nochmal neue Karten bestellt. Wenn wir wieder ein bisschen Geld haben. Und zwar die ich am Anfang hatte. Nicht SanDisk, sondern die Samsung. Die waren eigentlich ganz geil. Die haben lange gehalten. Die ist ja völlig abgegriffen. Ich habe jetzt eine alte Samsung-Karte hier drin. Die ist schon so abgegriffen. Und die funktionierte eigentlich immer noch. Also, gut. Dann sehen wir uns gleich unten im Laden. Dann kommt der Hund hier. So, ich brauche mal den Schlüssel. Kind klaut meine Schlüssel. Jetzt brauche ich noch was für drüber, weil so warm ist das noch nicht. Und dann geht's ab. Ne, wo habe ich jetzt? Hier. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Zweimal. Hallo. War nicht meiner. Lies mal vor, Wolfgang. So, ja. aus hier vor zum Mitglied eines Bundesverwalten Peter Hilton Geringo sein, der böse Mann aus der Laube, der die Kinder da verhaftet, der hat die Kinder da verhaftet, er sagt schon vergewaltigt da. Oh Gott, das will ich. Ja, der Peter da. Zieh mal her. Ja. Also nochmal für Deutsche, Enrico L. aus Hinofurt soll Mitglied eines bundesweiten Pädophilenrings sein, der böse Mann aus der Laube. Er sperrt da alles ab. Judoka. Das hat der 6 und 7. Was für ein Idiot. Ja, wo ist der da? Moin. 007 ist plötzlich Papa. Na Mensch, muss aufpassen. 007 halt. Immer alles besser als Federgabel. So, okay. Also, wie gesagt, tausche ich mal die Chips aus hier. Und dann geht's los. Stürzt das Ding, das ist nicht gut, hier muss die Gabel, nicht die Gabel, eben nicht, die Gabel interessiert uns ja nicht, nur der Ständer abgebaut werden. Und den Rest, Kufig vielleicht, mal sehen. Für einen Fuchs. Weil mehr ist es nicht, für mich nicht wert, weil wahnsinnig viel Arbeit dran ist, es muss ja komplett neu aufgebaut werden. Das bleibt natürlich nicht so, ne, wird ja komplett neu. Das ist nur den Rahmen, Kofik für den Fuffi, mehr nicht. Das sind dann die Räder, die dann hier stehen, jahrelang und viel zu teuer sind, weil sie einfach alle neue dran bekommen haben. Und dann kostet so ein Rad halt 450, 500 Euro für immer. Ja, weiß man selber, jeder, der mal Teile geholt hat, weiß, dass die Summe der Teile plus ein bisschen Arbeit ist halt und der Ausgangsbasis der Rahmen, kommst du bei 400, 500 Euro locker ran. Ist ganz normal. Und jeder, der nicht loben mag, musst du das Ding einfach mal selber probieren, sowas zusammenzubauen. Ja, ganz einfach, wenn du keine Opferräder hast, wo du nur Gebrauchteile ranklopst, der Gebrauchteile ist für mich schwierig, dann an den Kunden weiterzuverkaufen. Das ist das Problem, wenn sie nicht top aussehen. Ja, so ist das. Wir werden mal gucken, was sie nachher sagt dazu. Ist die gute Frau mit dem Gudereit, wo ich den Gudereit gestern zertreten habe, vorgestern. Na ja. Oh, gut, dann machen wir den Ständer mal schnell. Dann bauen wir den Ständer mal schnell selber ab.
Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das immer schwer, den Leuten das begreiflich zu machen. Das Problem ist, hast du halt schon Neuräder ab 180 oder 200 Euro kriegst du dann. Das ist super billig. Ja, das ist echt ein Problem. Mich kotzt das an total. Ja, na und dann kaufen sie sich den Müllhammer und wundern sich, warum sie alle Fortsfinger lang das Ding reparieren müssen. Ja, das ist schon geil. Das Rad hier, das hält, das hat schon zwei Leben eigentlich hinter sich. Das erste Leben im Normalzustand ist ja schon durch. Ja, irgendwann in den 80er Jahren gekauft oder Ende 80er oder so. So, das ist ja schon durch. Dann war der schon beim Fahrradhändler wieder. Da habe ich es dann gekauft. Von dem Herbert damals. Wo ist das denn noch? Hab das neu aufgebaut, immer verkauft, dann ist es wieder gelaufen, jahrelang. Und dann wurde alles geklaut und jetzt ist es wieder am Leben. Das dritte Leben und das wird das auch noch machen. Der Rahmen ist urstabil, ist total geil. Wisst ihr, also ist es doch wert. Ist es wert, allemal. Und damals waren die richtig teuer, haben die bestimmt 900 Euro gekostet, 900 Mark meine ich. Oder sowas. Das sieht ja so mal hier für 60 Euro. Die suchen für 60 Euro ein Rad, ja. Ja, Rennräder. Aber ein Rennrad, bitte. Nicht normal, nee, ein Rennrad. Leicht muss es sein. Das wird dann immer höher. Leicht. Und darf nicht geklaut werden. Und eben nicht so zu schön, dass es geklaut wird. Die Socken sind auch aus. Aber bevor ich gegangen bin, dass die sich alle anziehen sollen, was genau, und keiner von denen. Oh, hatte das Brotkanten. Keiner von denen hatte das gemacht. Und dann haben sie mich angeschrieben, warum. Ey, das ist so gefällig! Immer sagst du uns sowas. Ja, so ist das ja. Family Drama bei Berlin Tag und Nacht Müllers in Action. Oh, der Krabbler kommt. Der Krabbler ist jetzt auch der Steiger. Die kann jetzt auch. Ja. Und protestiert. Lernt von ihren Schwestern. Wunderbar. Voll der Theaterzwerg. Jetzt Terror. Guck. Was machst du jetzt da? Ich find's jetzt super witzig, weil ich das Gleichgewicht. Vor lauter Aufnahme. Ja, du bist beobachtet. Was machst du da? Sortiert Formen und Becherchen. Die Socken. Was ist mit den Socken? Ey, guck mal die Socken an. Wo sind die Socken? Was ist mit den Socken? Ah, sind die dreckig. Sind die Drecksocken. Wie viele Tage hast du die schon an? Seit gestern. Was? Seit gestern. Aber. Warum blumen sie schon an? Das ist eine Rundumsocke. Ja. Also wie war das? Links herum, rechts und dann wieder links? Nee. Ja. Erst richtig rum, dann falsch rum. Dann von innen nach außen, dann wieder richtig und falsch. Dann sind sie durchgetragen, aber auch durch. Ah, hast du etwas gefunden, was passen könnte? Ist denn so geil, hier ist geil, du kannst eine Katzenzunge essen. Katzenzunge. Lecker Katzenzunge lach. Im Gesicht hält. Der Junge hustet. Irgendwas stimmt mit der Karte hier nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die ist schon wieder abgestürzt. Laut ausgesprochen. Die ist schon wieder abgestürzt. Was du sagst, die hält schon so lange. Ja, ich glaube, deswegen habe ich sie aussortiert tatsächlich. Ah, okay. Weil sie abstürzt ab und zu. Ich glaube, hier war eindeutig, dass es die Karte ist. Aber wer weiß das schon so genau? Mal einfach gucken ab und zu auf der Aufnahme, ob die was wird. Auch doof. Svani sagt nicht guten Morgen oder irgendwas. Das Erste, was sie sagt, ist. Hunger! Na komm, willst du ein Würstchen essen oder soll ich den Brot machen? Schokolade! Ja. Du bist in der Woche schon wieder. Immer täglich, ständig. Ja, hallo? Gemein, Permanentvertretung Müller, Bürgnerstraße 23. Die haben die beste Reputation. Den besten Leumund in Gemein. Na, Baby. Und das Schärfste ist, dass die Kamera dann nicht mehr angeht. Wenn sie dann einmal ausgegangen ist, geht die nicht mehr an. Du musst den Akku rausziehen. Du musst den auseinanderbauen, den Akku rausziehen. Ist Akku immer noch so, selbst nach dem Update? Ja, jetzt, heute schon. Also ich weiß nicht, das stimmt doch was mit der Kamera nicht. Willst du kurz mit rauskommen, Baby? Nimm ich dich kurz mit raus. Ja.
raus! Boah, ist das heiß heute. Ja, warm. Draußen so ein bisschen drückend, fast schon. So, jetzt haben wir reichlich Räder draußen zum Verkauf. Jetzt können die Leute kaufen kommen. Mal gucken. Mal schauen, wo seid ihr denn? Ich glaube, die Gurke machen wir als nächstes fertig hier. Die Diamantgurke. Da ist nicht mehr viel dran kaputt zu machen an dem Ding. Ist voll der Red Look. Aber es fährt sich bestimmt sau bequem, weil man sieht schon an der Sitzposition, dass man so ein bisschen hinter den Pedalen sitzt. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt hier auf dem Bild. Und dass man so ein bisschen shoppermäßig fast schon drauf hängt. Das ist bestimmt sau bequem. Und die Gabel hat einen tierischen Vorlauf, was ich auch nicht schlecht finde. Also diese alten Diamanträder, Respekt. Das war, glaube ich, Baujahr 1950, ganz genau. Da hatte ich schon mal eruiert. Yay. Ja, das würde ich fertig machen. Bisschen Stahlwolle, bisschen polieren. Da ist ja nur wirklich nicht viel dran. Beide Räder ab. Lagerspiel beseitigen bei beiden Rädern. Beide Steuerlagerspiel beseitigen, wenn vorhanden. Alles ein bisschen polieren. Klingel läuft. Das ist ein Ding. Einfach mit der Bürste drüber, mit der Drahtbürste. Mit der Maschine, Drahtbürste. Bremse vorne ran. Zug ran. Hebel ist da. Sattel gängig machen. Triebleiterspiel. Hat's nicht. Geil. Ja, bitte. So, was ist denn hier los? Nur formatieren kann den SD-Fehler beheben, hat er gerade gesagt. Toll. Da los, das. Ich habe keine Ahnung, wie der das jetzt gemacht hat. Echt jetzt schon wieder so ein Scheißding. Ach man, das ist doch zum Kotzen.
Fahrradwelt. Ey. Ja, bitte, ich höre aufmerksam zu. Was denn nun? Ich wollte dir gerne eine Kugel geben. Wieso denn? Du musst das hier rausschrauben, das nervt dich. Das weiß ich. So was nervt. Du musst das abschrauben. Wenn du so ein Scheißding hast da, wie willst du denn das? Das musst du ohne drauf achten, dass das ohne auf ordentlich sitzt. Das ist kacke. Die eine Seite kriegt man ja noch hin, aber das wart. Nee, musst du so schwul reindrehen. Und jetzt musst du am Hebel drehen. Genau, so passt das. Genau. Ganz gut. Achso, siehst du jetzt, habe ich die Seite bekommen hier gerade. Aha. Und mir eine Markierung aufmachen. Vielleicht das hier drauf. Steht neben meinem Wasser. Hallo. Ja, Magura, Bremsen wie immer, HS11 und nicht am Hebel, wie immer, wie immer, wie immer. Na klar. Diese Kackplastik-Hebel. So, eigentlich muss ich den ja jetzt bloß hier rinpopeln, wa? Naja, eigentlich vorher. Na Mensch, ja, so rum ist doch wirklich auch scheiße. Zuerst oben rein und dann unten einhängen. Wieso passt das nicht? Aber jetzt, wo nicht geht, sonst würde ich ja so hoch rausrutschen. Ist doch klar, du musst den ja verdrehen dabei. Hängen. Hängst du? Ja, ja. So, nochmal. Also. Lass mich mal. Ich zeig dir wie. So. Ja, nur. Nee, lass mal. Jetzt drehst du den rum. Und dann. Das ja noch hin, den Zug, ist klar? Ja. Und dann gehst du so rum. Hin. So rum hier. Zack. So, beim Drehen. Das kriegst du niemals so hin, den Winkel sonst. Alles klar. Wenn du hier versuchst, so, die noch so zu drehen, das geht nicht. Du musst, ja, ist mir du musst erstmal zurückdrehen und dann wieder hin. So, dann nimmst du den Hebelchen wieder raus und jetzt hast du hier wieder das Problem mit dem. Mit dem Dreck, ja. 2x Leitung, 150 Euro. Moin. Jawohl. Super. Speiche-Defekt. Nicht Antriebsseite, aber man muss dennoch natürlich den Antrieb runternehmen hier. Auch toll. Er ist mit viel Gewicht gefahren und knack war die Speiche weg. Schon so viel Geld für ein Fahrrad ausgebe wie der hier, dann gucke ich mir auch eine vernünftige Narbe. Natürlich kostet das dort? Na, ich denke mal so ab 1,5 aufwärts.
es runter. Jetzt können wir die Speiche nämlich hier wunderbar einfädeln. Vorher konnte man das eben nicht, wenn man ja hier an der Kassette nicht vorbeikommt. Zack, darin. Dadurch, in Schwarz haben wir sie nicht. Heult doch. So, 28 Arrays. Und zack, wieder raus, weil wir gemerkt haben, dass es zu kurz ist. Ich schätze mich immer um eine Länge. 288. Swiss-Nabe drin? Steht dick Shimano. Aber die Felgenringe sind die Swiss. Die T-Schwitz. Kleinanzeigen, so ist immer sehr kurz. Ja. Ich schreibe dir einfach mal. Ja, 40. Wie das geht mit dem Carbo-Drive, BMC. Oh, ja. Carbo-Drive haben wir hier. Auf alle Fälle. Der Kunde wollte mal selber probieren und da beim selber probieren hat er sich die ganzen Schmarren ins Hinterrad drin gezogen und das ist natürlich nicht gut. Das erste, was ich in der Hand hatte? Die Hülse vom Zug. Mhm. Ich sage, naja, am besten wirst du auch nochmal zur Nachkontrolle, da wo du die gekauft hast. Wenn du allerdings online gekauft hast, ist es ein bisschen schwierig dahin zu gehen. Was meinst du zu mir? Ja, jetzt online gekauft, ja. Spart euch ruhig die 200 Euro, dann habt ihr immer schön Probleme mit der Rückabwicklung oder mit Reklamationsansprüchen oder was auch immer. Halt. Erst den. Riemen rüber. Genau, wenigstens so rüberlegen. Na, Achim, wie machen wir das? Ich hasse diese Teile. Häng's ein, Mann. Hier, häng ein, das Ding. So. Damit du den Arm frei hast, sozusagen. Und jetzt mach das. Jetzt mach's. Nicht anheben. Guck mal. Dreh mal so. Und da kommt der rein. So, zack. Ja, so. Hast du in den entspanntesten Gang geschaltet? Ja. Nee. Da kam da noch was. Warum gibt's denn das an? Der ist noch nicht drin. Ach so. Nee. Das ist wohl so. Na komm. Jetzt renn damit. Nicht oben rennen, den Zug einhängen. Erstmal. Achim. Du sollst den Zug reinhängen. Lass es hängen und häng diesen scheiß Zug ein. Wow. Der sitzt aber scheiße. Der läuft nicht richtig. Ja. Raus. Jetzt.
Jetzt vorher den Riemen aufsetzen, sonst kriegst du da nachher nicht mehr rein. Mittig ist der Riemen, ganz wichtig, weil der hat in der Mitte einen Steg, der Riemen, dass er nicht links und rechts runterläuft. Und wenn er nicht ganz mittig drin sitzt und du den so rinquillst, dann verbiegt der Steg und dann ist das ganze Blatt im Arsch und das kostet 90 Euro. Diese komischen Dinger. Das ist nicht richtig drin. Hm? Nee. Ja. Ja, das hat sich gut angehört. Dann ist auch die Spannung gegeben. Nämlich nur dann in der Position. Ja, aber hier kommt er nicht höher. Da sehe ich immer noch den weißen Rand. Dann machen wir fest erstmal. Schleift nicht, Spannung ist gut. Wie gesagt, bevor man das wirklich durchdreht, dann auch normalerweise immer gucken, dass der Riemen wirklich in der Mitte sitzt. Bei Scheiße, ja, was? Exzenterlager. Ja, das ist zum Spannen denn. Ja. Also hier nochmal richtig nachziehen, jetzt richtig. Knack, knack. Wow. Nee, bloß nicht. Bloß nicht. So, einmal bremsen. Rufen lassen, man hört nichts. Wunderbar, so muss es sein. Ja. Jetzt kann nochmal Spannung prüfen. Gut, schleift auch hier nicht dran, wa? Nein. Sieht ein bisschen knapp aus. Jetzt kann Luft und dann ist gut. Hier rollt sie an. Die Geburtstagsüberraschung für die Freundin. Ach, oh, das muss eine gute Freundin sein. Den alten Schepper selber wieder aufbauen hier. Tretlager durch. Sie geht schon. Oi. Tretlager durch. Lenkkopflager, hör ich mal. Nur für die Freunde unter euch. Die Freunde des geschmeidigen Lagerlaufs. Ja, und warum ist das so? Weil, wenn man von der Ferne guckt, sieht man es vielleicht total verbogen. Also, das Rad muss erstmal zerlegt werden. Oh Gottes Willen. Die Klingel ab. Lenker, Vorbau ab. Bremse ab, Gabel raus. Sattel ist auch gebrochen. Das Witz hier ist immer tatsächlich die Aussage, ihr liegt so viel an dem Rad und deswegen würde sie sich freuen, wenn es wieder aufgebaut wird. Was waren die letzten Jahre los? Fremdgegangen oder was? Mann, das ist voll vernichtet worden, das Rad. Es stand jetzt lange im Hof halt und dadurch sind natürlich auch Standschäden entstanden, aber wahrscheinlich nach diesem Unfall hier, der ist der Hammer, nicht mehr gefahren worden. Da bauen wir jetzt zusammen auseinander, ihr seid mit dabei, ich fange mal an. Ich rock das Ding mal durch hier. Und guck mal, was so geht, wa? Das macht ja Spaß auch so was hier. Oh. Lohnt sich natürlich eigentlich nicht, da noch was dran zu machen. Die meisten würden das weghauen, das Ding. Oh, aber nicht so der Freundeskreis. Boah. Okay, also. Vorbau hängt fest. Wahrscheinlich aufgrund der Stauchung des Rohres. Das kann durchaus auch sein. Und da wir auf die Gabel jetzt aber hier keine Rücksicht mehr nehmen müssen, können wir einfach
Bremse abbauen, Dynamo schon abbauen, Vorderrad raus, komplett rein mit der Gabel hier in den Schraubstock und dann gib ihm. Mach ich jetzt. Also Vorderrad raus, die Räder müssen raus, die Decken müssen neu, Schläuche müssen neu. Die Bleche werden wieder verwendet. Vorderrad raus, Hinterrad raus. Tretlager ist natürlich eine Wucht, eine Wonne. Gut. Schutzblech ab. Da kannst du dir denn online angucken, was wir gemacht haben mit dem Rad. Wie viel Arbeit das ist. Ist ja für den Kurs, würden sie in einer anderen Bude nicht mal 10 Minuten dran bauen. Da kam erstaunlich oft die Frage, ob einem das Spaß macht oder ob uns das Spaß macht, so was aufzubauen oder mir. Ja, ich sage natürlich, macht das Spaß, das aufzubauen, aber halbe Sachen mache ich halt nicht gerne. Wenn, dann sind da alles. Nicht nur hier, mach mal ein bisschen da und dort. Da mache ich das gerne. Los. Was machst du mal? Das ganze Ding zerlegen. Ey, wer macht denn das für den Kurs? Und neu wieder aufbauen. Farberei tatsächlich. Wird dann hier zurückgedengelt, hier wieder das Blech. Bremsbeläge kommen neu. Bremszug müsste auch neu.
Mann. Okay, fangen wir mal an. So können wir natürlich nicht mehr reparieren hier. Na, wenn das hier durchgeschliffen ist, also durchgeschliffen, das ist, weil die Tretlager nach außen gekommen ist. Dadurch, dass sich die Kugeln quer gelegt haben, übereinander gelegt haben, teilweise ist das Tretlager rausgekommen. Auf der einen Seite gar keine Kugeln mehr und auf der anderen Seite Spiel ohne Ende. Normalerweise stülpt er dieses Teil hier drüber. Das tut es nicht mehr. Sehen wir gleich warum. Jetzt mache ich aber erstmal hier im Schraubstock den Lenker frei. Macht man natürlich nicht mit einer Gabel, die noch gut ist. Da machen wir dann wenigstens Holz dazwischen oder so. Aber jetzt hier in dem Fall, da ist nichts mehr zu löten, nichts mehr zu retten. Ja, also keine Angst. So, genau. Und jetzt müssen wir hier hoffen, dass das Ding hier... Es kommt. Dauert zwar einen Moment hier. Aber es kommt wenigstens. Ja, auch. Das auch, aber erstmal auch noch. Genau. Das wäre nur einer, das sieht so DDR-mäßig aus. Das ist ein neuner. Kaputt. Ja.
Also das ist jetzt keine Restauration hier, das ist jetzt nur ein Fahrrad wirklich gängig machen und die groben Mängel und die groben Schädigungen zu beseitigen. Eine Restauration kann keiner bezahlen. Wird bei diesem Rad keiner bezahlen. Mensch, 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 lass das nicht so lange gammeln, ey. Fällt gleich um. Gut, hör mal. Tja, den Zug müssen wir auch noch machen hier. Das ist ja auch nicht hier. Ja, 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 ja. Nein! Bitte einmal nach oben! Ja. Ah, oh, schön! Läufst du noch? 2 Stunden noch, wunderbar! So, nachdem wir das jetzt alles. Rausgebolzt haben, jetzt das Geheimnis, das Lüften des Geheimnisses um den Steuersatz, warum der so knarzt. Das ist ja eigentlich kein Geheimnis mehr. Da ist halt nichts mehr vorhanden, was steuert. Ein Satz Murmeln ist vielleicht noch da, aber das war's. Ohne Steuerung, ohne Steuerfunktion. Achtung, auf den Film. Jo. Achtung! Kugel kommt! Ne, oben erstaunlich gut. Achtung, aber unten. Sicht nach unten. Und Achtung! Tada! Habt ihr gesehen? Nein. Naja, jetzt nur hier. Kabel muss eh neu. Feuerwerk der Sinne. Ein Teil. Ja. Noch ein Teil. So viel dazu. Und ein paar Teile fehlen schon. Genau. Aber Kante. Ja, das ist es. Jetzt wird der Steuersatz ausgebaut. Komplett. Schalen raus. Schalen raus. Lagersitz ab. Gar
War noch vorher. So. Lagerschein. So, haben wir. Jetzt hier. Ach du Scheiße. Das noch raus. Und das Einzige, was dann drin bleiben kann, Tretlager jetzt noch raus, den Müll. Das Einzige, was dann drin bleiben kann in dem ganzen Ding, ist tatsächlich das, die Sattelstütze, der Effektträger und hintere Schutzblech. So, der Rest ja, ist dann. Der Rest ist dann ab. Ja, oben drauf. Achso. Ja, ein bisschen kaum, aber. Nee. Kam nur die. Nee. Kommt nur die Mutti. Dann schraubst du ab und dann einmal einweichen. Zaubermittel. Elva? Achtung! Kommt ja schon fast eher auf den 12er-Tipp, ne? Der ging? Flexen fixiere ich hier den Kurbelarm hier dran, damit er mir nicht weg springt beim Schneiden. Ja, und dann flexe ich das durch, ganz einfach. So, anders ist nicht zu lösen, was willst du machen? Das ist eh hinfällig. Lager ist raus, Lager ist in mir durch. Und jetzt Ersatzteile. Tommy? Was hast du? Ich brauche einen neuen Schaltzug. Schaltzug? Das wird ein 8er Schlüssel. Ja, so, warte, bitte. Jo, kostet 18 Euro und aber lass eine Telefonnummer da, wir wissen nicht, wann es fertig wird, weil wir sind voll gerade. Größenordnung ist es Chancen, dass es diese Woche noch ja, klar, auf alle Fälle, hat er gerade angefangen, als Montag. Naja, mach eben mal schnell ein Schutzblech entfernen. Die Teil kannst du vergessen, das geht nicht. Eben mal schnell macht mich sowieso immer aggressiv. Und ist doch nur, ist auch ja nicht enorm, ist doch nur, sind doch nur zwei Schrauben. Ist doch nur das, du musst doch nur das. Was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt gucken nach dem Kettenradgarnitur. Hab eine Kettenradgarnitur gefunden, eine alte, die da passt. Was ist das oben mit der Kohle?
richtig. Okay, das ist ganz geil. Warte mal, jetzt luftet auch wieder. Hier. Jetzt luftet auch wieder hier. Über dem Tretlagergehäuse läuft es. Halt gut. Das hier drauf. Zack. Den Keil brauche ich noch. Den muss ich mir noch wieder plan machen. Oh, 250, wa? Ja, ja, spricht nicht dagegen eigentlich. Neue Decken. Genau. Und geile Dinge einfach, ist einfach geil, das Teil. Es ist richtig viel Arbeit, ey. Richtig viel, ja. Danke. Mika! Mensch. Halt doch eine Nummer. Lass mal durch. Hast du ein Becher hier? Kann ich euch was einschütten? Ich hab keinen Becher. Oder kontaktlos an dem Montagsystem. Na, ich hab was. Du hast was, dann ist ja alles gut. Ich hab da jetzt nämlich diese alte Dreigangschaltung mit. Vielleicht kannst du ja mal auch gucken. Da ist bestimmt eine kleine Schraube abgebrochen. Aha. Das wäre mal eine Dreigangschaltung. Pass ich nicht an. CC3. Ist das ein Projekt oder ist das für jemanden? Das ist für jemanden tatsächlich. Ah. Der hat sich gewünscht, das komplett neu aufzubauen. Alter Schwede. Ja, nicht fragen. Und auch mit alten Teilen, die du hast. Naja, ich muss das mit günstigen Teilen machen. Ne? Also ja. Die Pedalen sind von ihm, die Kurbel von ihm, von ihr war die Lager durch und deswegen musste ich sogar abflexen, weil die ging auch nicht raus. Jetzt habe ich halt nur so ein Ding da. Das würde trotzdem bei 200 Euro landen. Ja, 180. Wenn jetzt Mutkit. Na ja, gut, das ist ein Luxus-Sportrad. Die Gabel ist Schrott, die ist verbogen. Auffahrunfall? Ja. Aber sie will alles so haben wie früher. Da hängt viel dran an dem Rad. Ja. Mhm. Naja, nicht fragen, einfach machen. Keine Atempause. Ja, das Wichtigste, einen großen Teil haben wir jetzt schon mal. Das ist doch schon mal super. Jetzt brauchen wir nur noch Steuersitz, Gabel, Laufräder. Uns Kaffee holen, oder? Na, das ist mal eine gute Idee. So, kenn ich. Habt ihr Becher? Ich habe dir jetzt selber mal wieder einen Mehrwegbecher mitgebracht. Also das Trägersystem hängt hier vorne in der Ecke. Genau. Gut, Steuersitz muss man suchen. Mal noch einen finden hier. Vielleicht finden wir ja noch einen. Hier braucht ihn. Steuersatzgabel. Genau. Achso, und zwei Decken noch. 26. Nee, alle Dude. Zwei Säcke. Ja, alle Dude. Na, hängst hier drin. Ist ja jetzt gerade Platz. Gerade noch eine Stelle frei geworden. Das ist ein schweres Ding. Gib ihm eine Uhr. Jo. Ha! Bunker-TV, Digga.
Ja, nicht erlaubt. Was will das Ding denn? Hier drin ist Telefonieren nicht erlaubt, richtig. Oh, ist korrekt. Mann, Digga. Haben wir noch die. Die einfachen Belege noch. Kurzops. Was sonst? Kurzops und Schaltzug. Wunderbar. Danke Mika für den Kaffee. Mika hat einen Kaffee gebracht. Koffe, Koffe. Die Koffe, Koffe. Die entwickeln. Dann haben wir hier Anarchie und dann schießen die zuerst und stellen danach Fragen. Meinst du, dass es so viele Objekte und Subjekte in der Gesellschaft gibt, die das dann ausnutzen? Das kannst du aber knicken. Warte mal, wenn ich mich so recht zurück erinnere. Da ging es bei den ersten drei Demos eigentlich ganz genau darum. Aber dennoch haben wir keine Anarchie, ne? Das heißt, das hier ist ja erstorben die letzten Jahre schon. Wenn mich nicht alle täuscht, rennen die Linken noch alle mit ihren schönen Anarchiezeichen rum. Nur die bedenken halt nicht, wenn wirklich Anarchie ist, dann ist Survival of the Fittest. Wer zuerst schießt, lebt länger. Und die sind die ersten Opfer. The Survival of the Fattest? Ja, Anarchie hat ja eine andere Grundlage. Nee, Anarchie heißt, jeder ist sich selbst der Nächste. Ja, aber in dieser Gesellschaft und in diesem Wirtschaftssystem natürlich würde das Ganze böse ausgehen. Das ist der ja Mika erklärt Anarchie. Sind wir schon mal aus Sendung? Ja, ja. Oh, warte mal, ich muss mir noch einen Pickel ausquetschen am Bein. Achter, da kam ja gelb. Achter. Ja, bitte? Sei auch du ein Vorbild. Ich kann ausschließlich über die Unkenntnis, also meine Unkenntnis der Anarchie berichten. Ja, das tust du ja, mit jedem Wort. Und in diesem Sinne, kurze Reden. Wenig Sinn. Mika. Jetzt wieder zurück zum Fahrradschrauben. Ja. Muss noch mein Mädchen knutschen. Ich bin so ganz schön schmuddelig. Ja, es ist auch total dreckig. Du bist auch total dreckig. Ja, jetzt mal sehen, so, wie die Spielplatz da umgewuselt ist. Und geklettert ist sie auf die Klettertürme. Ah. Ja. Die war ganz stolz. Yay. Sogar noch Sand im Auge. Aber meine Freunde haben schon heute die andere Was ist los? Ich bin nicht im Lokal, Mama. Ich hab nur gesagt, weil die Frieda wartet bei uns. Ich weiß, Papa, darf ich mal mit diesem... Du kannst erstmal alles, was im Weg steht, wieder wegräumen. Papa, darf ich eine... Räum jetzt nichts aus, was zu viel Arbeit macht später. Nicht schon wieder spionieren. Mika, und mit dir? Guck mal hier. Irgendein Glied in der Kette. Ja? Macht kurz Klick. Ja, dann ist das fest ein bisschen. Musst du ein bisschen entsperren. Du hattest das Verschlussglied und es ist ein bisschen breiter und tackt dann irgendwo hin. Da gibt's neue bei dir. Und deine Felge schleift. Du hast noch 8 drin hinten. Ja, das ist die 8. Die wollte ich heute auch noch zentrieren. Ja, dann mach doch. Ja, was? Da gibt's neue bei dir. Keine Ahnung, was gibt's heute bei dir? Mir gibt's gar nicht. Sag mal. Ich bin heute bei meinem Arzt gewesen, was Papiere erledigt. Ja. Ich habe meinen Betreuer, der wollte was haben. Na ja, da hat man eine Stunde gesessen. Der hat mir was zum Mittag geholt. Was gab's denn zum Essen? Da gab's eine Tafel. Die Tafel? Naja, vegetarisch hat er es heute gehabt. Vegetarisch? Ja. Ach so. Ja. Gemüse und so. Naja, das ist von den Türken an der Arena da. Der hat immer so eine Tafel, so eine kleine Dinger da.
Das Pummel von Fritz, das kostet 4 Euro. Und da habe ich gesagt, hat er mir so eine 4 so eine Dinger gemacht. Viermal Pommes Fritz? Was? Viermal Pommes Fritz? Viermal Pommes Fritz und 4 Euro hat bezahlt. Ach so, 4 Euro hat er mir gesagt, 4 Dinger hast du immer. Ja, 4 so eine Dinger hat er mir gegeben. Ja. Immer Pommes Fritz kostet 4 Euro. Ach so, immer Pommes Fritz 4 Euro. 4 Euro Pommes Fritz. Ja. Euro. Ja. Und die 4 Stück. Naja, dann bin ich halt da rumgekramt, dann rumgewirtschaftet, bin ich dann im Keller gegangen, eine Stunde hat da was gesucht. Den Atem und dann muss ich trotzdem, hat noch was gefehlt. Und dann muss ich morgen zum Baumarkt gehen und mir das nochmal holen. Ja. Ich hab sowieso nicht jeder was zu tun, haben wir einen Platz. Und dann ist das da gleich mit vorbei. Siehste? Ja. So sind sie alle beschäftigt hier, die Alten. Ja, dann ist der halbe Tag auch vorbei. Der gute Backfisch. Weil der schenkt immer ja gut bei ihm. Ja, muss doch Gemüse dazu essen. Ja, mein Essig auch manchmal, weil der Gemüse wohl Essig auch mal, je nachdem, was ich finde, ja. Na, du musst ja nicht mal Gemüse stechen, ihr Spargel stechen. Ja, die gibt ja doch zu viele. Gibt doch alle zu kaufen, Mensch. Gemüsig, ja. Ja. Kannst ja mal anrufen. Lebenshaltungscheck heißt einfach auch hier. Zug erneuern. Zu was dem lohnt hier. Dass hier dein Lieblingsrufer ist. Oh ja. Diese Namen, die Schalter, machst du das, auf alle Fälle. Ah, super. Da musst du ran. Du brauchst das Hinterrad ja nicht mal ausbauen jetzt dafür. Und dann kannst du jetzt einfach den Zug kappen. Ja. Erstmal so viel machen. Aber dann auch wieder ordentlich einbauen. Das Hinterrad muss ja nicht groß raus, außer dass man es spannen muss am Ende und aufpumpen. Dass der Zug gemacht werden muss, da muss ich Sie nochmal informieren, nur. Weil das war jetzt natürlich nicht auf Ihrer unbedingt präferierten Liste, die wollte ja so wenig wie möglich aussehen, aber es muss gemacht werden, also der ist gerissen. Genau. Stimmt's, Wolfgang? Oder? Das war Müll mit dem Handy, oder? Ja. Ja. Das war nicht gut mit dem Handy. Abmoderation machen wir ja hier. Kannst du schon mal wieder sagen, so wie gestern, das hat ja überhaupt nicht geklappt. Oh denn? Ne? Jetzt eine Abmoderation bitte. 3 Minuten hast du noch. Abmoderation? Ich will ja nicht nach Hause, ich will ein bisschen bleiben. Oh, aber die Kamera ist gleich voll. Du musst eine Abmoderation. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich wüsste nicht. Abmoderation. Abmoderation? Abmoderation. Komm, Wolfgang, jetzt. Jetzt. In 3 Minuten ist ja Feierabend. Wird ja dann zugemacht. Und was heißt das jetzt? Alle geht nach Hause. Also macht es gut, liebe Leute. Ja, liebe Leute, macht es gut. Wir sehen uns morgen wieder. Wir sehen uns morgen wieder und alle geht nach Hause. Alle geht nach Hause. Fernseher ausmachen. Wisst ihr, wie Peter Lustig ausmachen jetzt? Ausmachen. Genau. Gut. Wunderbar. Wolfgang, das üben wir noch. Morgen machst du eine noch bessere Abmoderation. Irgendwo. Irgendwo. Im Laden wahrscheinlich. Was kostet die? 500 sogar. 500, nein, ich hab's ja für 400 irgendwo gesehen. Nein, ja, irgendwo. Ist die GoPro 7, die kostet ein bisschen mehr. Die kostet bestimmt auch keine 500 mehr, aber die war mal 500, kann ich nicht sagen.